Wer gräbt so tief ins braunbrockige Erdenreich, sucht den wundersamen schwarzen Zauberschleim, verkauft die Suppe an den Bürgermeister und wird reich und gibt das ganze Geld im Bordell dann wieder aus. Nutnunöl, Nutnunöl, Nutnunöl in zum Mäul. Willkommen zu einer neuen magma-starken Folge zum Mäul. The Heat is on. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die heißen Menschen, die das letzte magma-starke Video bewertet haben. Wenn ihr mich da draußen ein wenig unterstützen wollt, nehmt euch eine Sekunde, lasst eine Bewertung da und schon habt ihr dieses heiße Projekt am allerbesten unterstützt. Wir haben Land direkt gekauft, also wir müssen nicht mehr zum alten Südstaaten-Bürgermeister. Hier drüben wird ein Starbucks gebaut, in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem, ach, noch so kleinen Provinznest muss es einen Starbucks geben. Ich bin gespannt. Jill, gehen wir hinaus in die Welt und dippen nach Öl. Auf geht's. 2000 Groschen. Gut. Maulwurf, Tom-Tom, Maulwurf. Die alte Taktik. Hansi und Tom-Tom. Er hat was gefunden. Aber ich habe hier eine sichere Quelle. Ich bin neugierig. Ist das hier nochmal Öl? Mittlerweile sind die Gasquellen so groß, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass das hier Öl ist. Und ich brauche noch einen Gaul und wir müssen auf jeden Fall hier ein bisschen was verkaufen. Die Gastaktik ist echt schwierig. Am intelligentesten wäre es natürlich, wenn wir ganz viele Silos hätten, die randvoll hätten, dann den Preis einmal hoch und dann verkaufen. Ist das jetzt Gas oder ist das jetzt Öl? Das ist Öl. Oh oh. Müssen ein bisschen was verkaufen. Und wieder aufhören. Und wieder ein bisschen sparen und wieder ein bisschen pumpen. Ah, hier geht's ja gar nicht weiter. Zumindest im Moment nicht. Wollen wir einen Exklusivdeal abschließen? Ich probier's mal aus. So, die anderen sind jetzt tabu. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich bin neugierig. Im Moment hat er gute Preise, der Mann. Sö. Söderlö. Wir müssen ein wenig investieren, um zu gewinnen. Hansi. Hansi. Und noch ein Hansi. Hier unten brodelt das Magma. Habe ich Angst? Ja. Oh, hier ist Öl. Die Kacke nun. wir können nicht verkaufen, weil die Preise beschissen sind. Noch können wir lagern, aber auch das wird langsam eng. Rot macht aber ein Comeback. Wir hauen ein bisschen was rüber. Stopp. Es wird wieder gespart. Oh, hier ist richtig viel. Und da brauchen wir auf jeden Fall einen super krassen Bohrer. Verkaufen. Jetzt dürfen sie. Wir machen den hier mal big. Boah, haben wir viel Öl. Und direkt hier rüber. Und stopp. Stopp, 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 stopp. Aber die Zeit vergeht auch super schnell. So. Hier ist so viel Zeug. Ich könnte hier meinen Zugang machen. Einmal so.
hätten wir hier die Verbindung. Dann könnte ich ja hier eigentlich Gas reinmachen und hier... Was ist, wenn ich hier zumache? Das hier zumachen, ha? Und auf geht's! Oh, das war schon wieder. Oh, das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Wir haben schon den 25. September. Die Tanks sind voll. Randvoll mit Öl. Ich muss jetzt nur noch Gas reinkriegen. Let's go. Und die nächste Runde. Komm schon, komm schon, komm schon. So macht man Geld. So macht man Geld. Ganz easy, ganz easy. Jetzt entspannen wir uns alle mal. Stopp, noch haben wir ein bisschen Zeit. Ah, wenn das hier Gas wäre, wäre geil. Gott, ist hier viel Öl. Kann man die verbinden? Das geht? Okay, das ist gut zu wissen. Das da unten ist nochmal Öl. Wir bohren hier rein und machen hier mal eben ganz schnell zu. Wenn wir nämlich hier nochmal Gas reinjagen. Jetzt eigentlich hier direkt durchsausen, oder? Ja. Aber das ist alles so wenig. Das ist alles so wenig. Haben wir nicht irgendwo noch ein bisschen Gas? Diamanten wären halt schön. Ich meine, wir sind gerade bei 20k. Letzter Monat. Wir können eigentlich alles verticken. Ich glaube wirklich, viel Hoffnung habe ich hier nicht. Hier ist noch was. Aber allein bis ich da bin. Ist das überhaupt Gas? Nee, es ist noch mehr Öl. Es ist so viel Öl hier. Egal, wir ziehen gut was raus. Ich muss damit erstmal warm werden. Ich muss damit wirklich erstmal warm werden. 23. Boah. 50. Mensch. No. Was wie Anthonys Untergrund? Gold Nugget, Quarz und Silbererz? Sam Jackson, John Dyke. Okay, okay. 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 Aber wir brauchen entweder noch größere Silos, Super Silo, was schweineteuer ist, oder erstmal hier breitere Rohre. Hillbilly Bürgermeister. Man möge mir ein wenig Land geben. Ich nehme das hier unten. Lake Schlabber die Nudel. Der goldene Fluss. Das Land war billig und willig. Oh. Schätze. Okay. Wow. Wow. Die haben halt Geld. Aber ich bin Joshua, auf dem Mann lastet ein Fluch. Was kommt jetzt? Ach, ich habe jetzt... Ah, okay, das ist... Geil. Sehr, sehr geil. Oi! Schatz gefunden. Nice. Und Öl. Legen wir mal los. Ich kann jetzt zumachen. Okay, das ist cool. Also die Sache mit der Exklusivität hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich fand es irgendwie störend. Manage it. Managen. Jungs, ihr müsst saugen. Ihr müsst das Öl saugen. Ihr müsst es schmecken.
euren Lippen schmecken und genießen. Und ab geht's. Machen wir den Laden voll. Wir bohren rein. Wow, Riesenquelle. Riesenmonsterquelle. Und hier drüben ist auch eine Monsterquelle Gas. Ja, ich muss die Silos voll machen. That's the way. Die Preise sind im Moment irgendwie nicht so hammermäßig, finde ich. Aber wir haben so viel Juice in der Pipe. Oh oh, nein. Wir können ja sowas, ha, Gott sei Dank. Mach das wieder auf. So, wir haben schon wieder Mai. Boah, hier unten ist ja noch... Nein, oder? Lecco Mio. Also Super Silo lohnt sich wahrscheinlich wirklich. Schaut euch das hier an. So, hier drüben ist Ender. Ich brauche mehr Informationen über das Gebiet. Noch mehr Öl ist hier drüben. Silo schon wieder voll. Preise sind aber auch echt im Moment gar nicht so schlecht. Schon mal das Nötigste zu haben. Bohrer und rein die Mama. Rein die Mama. Läuft. Läuft. Gut, hier ist dann das Supergas. Direkt mal zu. Oh, die Silos sind voll. Die Silos sind einfach voll. Ey, das ist eine Riesenquelle, glaube ich. Das nächste Silo ist voll. Ich brauche Super Silos. I need this shit. Und zwar ganz dringend. Okay. Are you ready? Die Verbindung wird gebaut. Da drüben ist nochmal mega viel Gas. Wir jagen das jetzt hier durch, weil alles ist voll. Ich bin schwer vermögen. Let's go. Verkaufen, 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 verkaufen. Kurze Pause. Ich könnte ein bisschen aufmachen. Das hier. Weil gleich geht's hier nochmal richtig steil. Macht die Tank schön voll. Boys and Girls. Und ab geht's. Und ab. Ab geht's. Alter, jetzt geht's rund. Ich muss das nur noch ein bisschen mehr managen. Ich mache irgendwie immer hier so einen Managementfehler. Stopp. Auf. Sammeln. Ich muss das nur noch ein bisschen sauberer managen und dann geht hier einiges, meine sexy Boys and Girls. Ich muss nur noch hier die Mammutquelle lutschen.
Ich reibe mir die Hände. Weil hier so viel Öl im Game ist. Und das ist eine schöne dicke Gasquelle. Die Tanks sind schon wieder voll. Wahnsinn. Mal alles voll machen, Jungs. Und verkaufen. Und verkaufen. Boah, ist das sexy oder ist das sexy? Easy, 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 easy. Verkauft alles, was geht, Jungs. Verkauft noch alles, was geht. Alter, ich mach gerade Geld. Wahrscheinlich gibt's hier noch mehr Öl. Könnt's mir gut vorstellen. Boah, beinahe leer gelutscht. Aber das war jetzt, ich bin auf dem Weg. Das neue Element. Blanche. Na, wie schmeckt es? Wie schmeckt es? So, Mr. Untergrund, Sir. Ich hab Gold Nugget. Gold Nugget. Gold wiegt etwa 19 mal so viel wie Wasser und es ist weit wertvoller. Aber ich weiß, was ich bevorzugen würde, wenn ich in der Wüste verloren wäre. Gold, klar. 1 von 9. Und jetzt... Jetzt 400. Moment, kaufe ich das dann? Ich hab's jetzt verkauft. Aha. Markt für Schätze. Was ist das hier oben? Smaragd? Wahrscheinlich war es keine gute Idee, das Ding jetzt so billig zu verkaufen. Vielleicht verändert sich da auch der Preis, aber ich kenne das halt alles noch nicht. Hitzebeständige Rohre fand ich bis jetzt immer noch nicht wirklich wichtig. Was ich aber wichtig finden würde, wäre definitiv das Super-Silo. Timer fand ich jetzt auch nicht so wichtig, weil ich kann zudrehen. Aber das Silo, das wäre schon extrem gill. Komm, ich gönne mir noch den Maulwurf. Oh, der Kai hamstert hier die Kohle. Der Gierige. Hier unten ist ja nur geiles Land bis jetzt gewesen. Blanche. Nehme ich halt das hier. Boah, kloppen die sich. Ich bin der Ärmste. Alter, gönn... What? Boom, alles an Geld ausgegeben. Jill! Let's go. Selbe Taktik. Und direkt irgendwas gefunden. Was ist das hier? Du hast einen Schatz gefunden. Ja, aber was? Das ist kein Gold. Königsnugget gefunden. Ah, ich hasse es. Ich jag nochmal einen Maulwurf durch. Okay. Okay, alles easy. Alles easy. Bei den Silos mittlerweile... so platzsparend wie möglich. Bitte auch direkt hier hin. Der Preis ist gerade so gut, dass wir uns einen schönen kleinen Start machen können. Und vorbei. Aber da kriegen wir schon mal schön was raus. Nur ein Maulwurf. Was hast du hier gefunden? Hier ist auf jeden Fall Juicy Juice. Und hier ist die Quelle. Boah, das geht eigentlich. Kann man machen. Kann man mal machen. Bumm. Ah, jetzt habe ich... Oh, Kies, Kies, Kies. Du und deine Fehler. Naja. Jetzt ist es, wie es ist. Kann ich kein Super-Silo machen? Klar hätte ich es gerne gemacht. Aber natürlich. Aber ich habe nicht nachgedacht. Ich brauche unbedingt die Bohrgeschwindigkeit.
Look at my juice. Hier ging's hin, oder? Ja. 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 Oh, oh, geil. Sehr geil. Noch ein bisschen geht's. Stopp. Einfach mal stopp. Die Frage ist, ist hier zwischen Gestein? Scheint nicht. Ziehen wir es durch. Oh, ist die tief. Ist die Quelle tief. Mann, ist der Dickmann. Super Silo steht. Jetzt halt noch den schnelleren Bohrer, ne? Hier ist Gas. Bisschen was verticken wir wieder. Die Preise gehen ja schon von alleine richtig hoch. Mamma mia! Stopp! Ob ich hier zwei Silos am Ende noch hinbekomme? Es geht! Gut, ich brauche als nächstes einen Scanner. Ich merke, ich brauche den Scanner. Maulwürfe sind zwar ganz witzig, aber Scanner ist besser. Irgendwie ein Pferdezähler ist eigentlich auch praktisch. Auch wenn er auf den ersten Blick so ein bisschen unnötig wirkt, der ist eigentlich schon cool. Binden wir das Ganze. Jetzt müssen wir langsam mal anfangen mit Gas. Bau es mir bitte auf. Okay, wir sind schon wieder voll. So, dann machen wir hier mal ganz schnell zu und stechen mal ins Gas. Das war's schon wieder. Nächstes Gas. Kleine Pause hier drüben. Preise steigen wieder. Könnte aber trotzdem mehr sein. Boah, letzter Monat. Kriegen wir noch mal ein bisschen was zusammen. Hier ist auch eine recht interessante Quelle, aber... Ich glaube, da komme ich nicht ran. Nicht verkaufen, Jungs. Nicht verkaufen. Da wäre bestimmt noch ein bisschen was gegangen. Aber wir holen uns wenigstens hier noch das Gas. Hier noch ganz kurz zu. Oh, ja. Verkaufen wir den Rest. Oh, hier wäre gar nichts gewesen auf der Seite. 44.000. 44.000, was haben die anderen so gemacht? Joshua, es geht mehr, aber du bist auf dem richtigen Weg, mein Freund. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Die heißen Techniken werden rausgeholt. Wird Joshua der neue König? Ich hoffe doch. Ich hoffe es von ganzem Herzen. Lasst eine Bewertung da für den alten Josh. Bis zum nächsten Mal und tschüss.